Neuer Tag, neues Testvideo und damit herzlich willkommen auf dem Atzenberger Online-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Testvideo anschaut. Denn heute gibt es diese Schokolade bei mir im Test von der Confiserie Heinemann. Habe ich noch nie was von gehört, noch nie was von gegessen. Heute ist mal wieder Premiere. Es gibt eine weiße Schokolade in der Sorte Pistazie und Salz. Diese Schokolade ist aus dem Schokoladenmuseum in Köln, die hat mir meine Freundin mitgebracht. Wir haben eine 80 Gramm Packung bezahlt, hat sie dafür 2,25 Euro. Ja. Und die nehmen wir jetzt gleich unter die Lupe und probieren sie. Ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, so viel zu den Fakten. Es geht los. Ich öffne die Verpackung, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist der Geschmack. Also wird wie immer auf damit und raus damit. Da ist sie nochmal eingepackt. Okay, unser Messer kommt an den Start und befreit die Schokolade von der lästigen Verpackung. So, ich hoffe, sie ist noch heil. Ah, komm raus. Sehr nice, okay. Gut, wie immer sortiere ich ein bisschen und dann geht's los. Weiter geht's mit unserem Test. Ich habe die Schokolade jetzt mal rechts neben die Packung hingelegt und ihr seht schon, richtig große Stückchen. Interessant. Und wenn ich die jetzt mal umdrehe, dann kann man schon hier die ganzen Pistazienstücke erkennen. Sehr schön. Also von der Optik schon mal klasse. Ich freue mich drauf, die jetzt probieren zu dürfen. Ja, dann geht's auch schon los. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Stückchen ab. Okay, wir schauen hinein. Ja, die ist jetzt relativ dünn, also besonders viel kann man nicht erkennen. Egal. Ich probiere jetzt mal großmäßig schon mal lecker, weiße Schokolade halt, und ich beiße hinein. Ganz zart schmelzende weiße Schokolade. Angenehmer Geschmack. Auch nicht zu süß. Oh, jetzt habe ich direkt hier so ein Salzstückchen erwischt, also das ist schon mal sehr, sehr lecker. Von der Kombination. Oh, super, jetzt hatte ich auch so Pistazienstücke dabei. Also das passt richtig gut zusammen. Weiße Schokolade, Pistazien, Salz. Hört sich jetzt von der Kombination ein bisschen komisch an. Aber ich muss ehrlich sagen, schmeckt richtig lecker. Klasse, also das kann man auf jeden Fall mal machen. Da bin ich mal wieder positiv überrascht. Gut, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Rückseite der Verpackung für die Leute, die sich für die Nährwerte und die Zutaten interessieren. Und dann gibt es schon mein Fazit zu dieser Heilemann-Schokolade. Von mir bekommt diese Schokolade den Doppeldaumen nach oben. Ich war erst im Überlegen, den Dreifachdaumen zu ziehen, aber dafür reicht es nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie schmeckt wirklich richtig gut. Vor allem, wie gesagt, diese Kombination Pistazie, Salz, weiße Schokolade, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut zusammenpasst. Müsst ihr auf jeden Fall unbedingt mal probieren. Wenn ihr weiße Schokolade mögt, dann lasst euch doch mal auf einen neuen Geschmack ein. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gegessen habt in der Richtung. Also ich bin begeistert, würde ich mir definitiv nochmal kaufen bzw. mitbringen lassen. Auch preislich auf jeden Fall ganz okay, 80 Gramm, 2,25 Euro, eine super leckere Schokolade. Wie gesagt, eine Kaufempfehlung. Müsst ihr definitiv mal probieren und dann könnt ihr mir gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Wie sieht eure Meinung zu dieser Sorte aus? Kennt ihr sie schon? Möchtet ihr sie mal gerne probieren? Oder was auch immer, ihr wisst genau, ich lese alle Kommentare und antworte natürlich darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, mein kleiner Test hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ganz besonders natürlich über ein Abo. Und wenn ihr mögt, schaut auch morgen wieder bei mir rein. Es lohnt sich, denn ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltestvideos und würde mich freuen, euch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, sagt euer Atzenberger.